Wohnen braucht viel Zeit, wenn man so wohnt, wenn man die Toilette ausleert, Holz hackt, eingefrorene Leitungen auftaut oder Wasser schleppt im Winter, viel immer wieder umräumen, aufräumen muss, Dinge nicht einfach mal liegen lassen kann. Also einfach nur dieses Alltägliche oder den Ofen immer wieder anheizt. Das ist viel Lebenszeit, die da drauf geht. Und das ist auch schön, also es ist auch schön, Holz zu hacken und das hier reinzubringen. Aber es gibt auch Tage, da denke ich, warum mache ich nicht einfach die Heizung auf und kann den Rest des Tages arbeiten und effizient sein und irgendwie vorankommen. Hallo. Wir sind Geraldine und Patrick. Das ist der Ole. Genau. Das ist vielleicht der Oskar. Sehen wir noch und wir zeigen euch heute unseren Zirkuswagen. Also wir hatten in dem Wagen, wo wir zuvor gewohnt haben, hatten wir kein Oberlicht. Und da war eigentlich immer das Problem, dass sich oben die Hitze gesammelt hat und auch beim Kochen es nie wirklich funktioniert hat, dass dieser Dunst abzieht. Und deswegen ist es das Oberlicht geworden. Und es kommt auch auf dem kleinen Raum. Der Raum wirkt eigentlich viel größer, weil er nach oben hin so hell ist. Zur Küche gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil Küche ist Küche, aber dieses Waschbecken haben wir neu eingebaut und das ist was ich finde beim Wagenleben einfach, ja, man immer wieder feststellt, dass schön und praktisch so ein bisschen schwierig zusammenzubringen ist. Wir hatten davor so eine Maischüssel, die habe ich hier auf dem Hof gefunden und ich wollte die unbedingt haben, weil das so schön ist. Und jetzt nach 2 Jahren haben wir gesagt, das Ding kommt weg und haben ein Waschbecken eingebaut, was einfach funktioniert und wo nicht alles außen rum spritzt und wo auch mal was drin stehen bleiben kann. Ja, Zähne putzen tun wir auch hier, ist einfach auch praktischer. Und Kräuter sind uns super wichtig beim Kochen und auch eigentlich ist die Küche recht groß für so einen kleinen Raum. Aber das ist einfach wichtig, weil wir einen Garten haben und super viel selber machen. Tees mache ich, Salben aus Kräutern. Also so Lebensmittel sind einfach irgendwie, gucken wir, dass wir alles, was irgendwie geht, ohne dogmatisch zu sein, dass wir das hier so von außen rum bekommen, was wir so finden oder tauschen. Wir tauschen auch viel mit Nachbarn und Freunden. Genau. Kochen tun wir mit Gas im Sommer. Im Winter haben wir diese Küchenhexe da. Und das ist dann so Lebensmittelpunkt. Und im Sommer ist sie eine total praktische Ablagefläche. Genau, backen kann man auch. Also zum einen ist es so ein Freiheitsgefühl. Uns ging auf jeden Fall auch, also um die Selbstständigkeit zu starten und auch einfach am Anfang diese Kosten irgendwie auf einem Level zu halten, wo es passt. Und ich glaube, es ging aber auch um die Architektur, also auch so einfach mit so einem kleinen Häuschen anzufangen und auch, weil ich auch im Studium immer überlegt hatte, was sind überhaupt Wände oder für was hat man überhaupt Wände und was ist denn überhaupt ihre Bedeutung so oder warum teilt man Räume auf und ich glaube, das waren so die Beweggründe des Ganzen. Und wenn man dann auf so einem kleinen Raum wohnt, dann merkt man schnell irgendwie, warum man eigentlich Wände braucht. Mhm. Und für dich war es auch schon der dritte Wagen, genau, den er gebaut hat. Und deswegen ist es jetzt auch so ein Meisterstück, finde ich. Also wenn man die vergleicht, so dein erster Wagen, das ist so ein bisschen windschiefes Hexenhäuschen noch. Und jetzt ist es einfach echt schön und solide geworden. Und ich glaube, der andere Aspekt ist, dass wir beide vorher einfach auch schon in Wagen gewohnt haben und es kennen oder im Bus gewohnt haben. Und dann war das gar nicht so ganz neu und wir wussten auch, auf was wir uns einlassen und auch, dass es nicht was ist, was jetzt für den Rest unseres Lebens das Konzept sein wird, sondern einfach für jetzt gut ist. Ja.
Genau, Wäsche ist eigentlich immer im Dach, vor allem im Winter, im Sommer dann natürlich draußen. Und dann haben wir hier ein Wäschegestell, das haben wir auf der Scheune von dem Hof gefunden, und haben hier so eine Spezialkonstruktion mit solchen Stangen. Das steckt man dann da rein und dann ist innerhalb von einer Stunde alles trocken. Das ist super cool. Und eben auch für Kräuter oder Nüsse oder was man so hat. Der Tisch war vor allem dem Ole sehr wichtig, dass der Tisch keine Fußbeine hat, wo er dran hängen bleibt. Weil der Ole braucht immer irgendwas, was er über sich hat, dass er sich wohlfühlt. Und deswegen ist es diese Tischkonstruktion geworden. Anfangs haben wir überlegt, ob wir eine Tischkonstruktion machen, die mal klappen kann. Wir haben uns aber dann entschieden, dass wir hier in diesem Wagen nichts bauen, was klappbar oder umlegbar oder zurückbaubar ist, sondern muss alles fest sein. Und dann gab es diese Astgabel, die wir im Wald gefunden haben. Ja. Als freitragender Tisch ohne Beine, wo irgendjemand dran hängen bleibt. Beim Sofa. Stauraum muss man halt immer irgendwie haben und da haben wir so Kisten hier, die man einfach rauszieht. Also ich finde Sofas auch schön, wenn die luftig sind unten drunter und so, aber das hinten geht ist halt die, die Putznische. Ah ja, stimmt, die Putznische. Das Zeug, was man eigentlich am besten nie braucht, finde ich mal hier hinten drin. Staubsauger. Da gibt es einen Staubsauger. Ohne Werbung zu machen. Ja. Und Putzlampen und so weiter. Das ist alles in dieser Nische, was aber am besten auch da hinten bleibt. Genau, und das ist vielleicht noch was ganz Spezielles für einen Wagen. Das ist mein großes Hobby. Das ist für mich so was Meditatives. Also wir haben 4 Schafe und ich verspinne die Wolle. Ich kann mich jetzt nicht einfach so hinsetzen und mal irgendwie nichts tun. Das fällt mir schwer. Aber beim Spinnen ist es super cool, weil man einfach diesen einen Faden macht stundenlang und dann einen guten Podcast anhört oder so. Und das ist ja mein nerdiges Hobby. Also für uns, wir sind jetzt an so einem Punkt im Leben, wo wir uns vergrößern. Und das geht wahrscheinlich noch eine Weile. Also jetzt haben wir gesagt, ein Winter auf jeden Fall, ja. Vielleicht auch noch 2, aber dann ist es... Wenn so ein Kind wächst und vielleicht kommt dann noch eins und wenn man jetzt sich überlegt, hier mit 2 Kindern zu leben und beide selbstständig zu sein und hier zu arbeiten, das ist einfach ein einziges Chaos. So. Und was ich auch finde, ist so ein nachhaltiger Lebensstil, also gerade bei uns mit Tieren und so ein bisschen Hobby-Landwirtschaft oder Hobby-Selbstversorger, also wir wirtschaften jetzt schon mehr als mit diesem Wagen, weil wir den Gewölbekeller mit nutzen, um unsere Sachen einzulagern. Du hast deine Werkstatt hier mit den ganzen Maschinen, die man... Fahrräder, Winterreifen, ist eigentlich alles im Haus. Also das ist unser Wohlfühlort hier, aber der funktioniert saugut. Also ich glaube, Tiny Häuser funktionieren echt gut so, wenn man das adaptiert an ein vorhandenes Haus oder sagt, jetzt temporär braucht es hier einfach mehr Raum oder mehr Rückzugsraum. Es ist so eine gute Variante, um noch irgendwie mitzuleben. Aber als alternative Wohnform sehe ich es eigentlich nicht eigenständig. Nee, ja, nicht, es reicht einfach nicht. Ja. Oder halt in Verbindung mit anderen, dass man einen Gemeinschaftsort hat, wo man alles einlagert. Oder? Ja. Also so, dass man nur das nutzt, das geht für eine Lebensphase, finde ich. Oder vielleicht auch für Menschen, die einfach digital arbeiten und nicht viel mit dem Außenrum wirtschaften, wie jetzt so ein Vanlife, ja, dann geht das auch für die Phase. So. Aber man ist dann nicht, also sobald man Verantwortung übernimmt für Pflanzen oder Tiere, so in der näheren Umgebung, ist es einfach schon schwierig. Gartengeräte, Blumentöpfe. Aus energetischer Sicht ist es auch, also ja, eigentlich wir brauchen so viel Holz. Wir haben es jetzt zwar, irgendwie kriegen wir es oder sammeln sie überall zusammen und es ist meistens Abfallholz, aber wenn man die Energie jetzt wirklich braucht, braucht so viel Energie wie ein Einfamilienhaus. Also man kann sich auch einfach... Weil man alle Außenwände heizt. Ja.
gut gebautes Haus braucht weniger Energie. Ja. Das ist so antik, also wir haben das nur abgeschliffen und das ist unsere Dunstabzugshaube. Dann geht alles raus. Und wenn wir Gemüse schnibbeln oder so, das fliegt einfach alles hier hinten raus. Das ist total praktisch. Und dann kommen die Hühner und freuen sich. Das ist echt ganz gut. Dieser wunderschöne Schreibtisch ist von der Scheune. Den habe ich auch hier auf dem Hof gefunden. Und natürlich inspiriert von Pinterest. Also ich habe das da gesehen und dann haben wir das gebaut. Und der ist sogar hier mit Schublade. Ja. Und also, aber es kam ja eigentlich auch dazu, dass die Scheral eigentlich nirgendwo arbeiten kann. Ja. Und eigentlich war ich derjenige, der gesagt hat, dass sie einen Schreibtisch braucht, wo man einfach immer ihre ganzen Sachen, die überall verteilt sind, hinlegen kann. Und eigentlich hockt sie da fast nie, sondern sie hockt immer überall anders. Meistens draußen am Fluss oder so. Ich brauche also zum Schreiben einfach meinen Laptop und einen Ort, an dem ich mich gerade wohlfühle. Vielleicht noch einen Kaffee oder so. Und dann lege ich los. Aber jetzt bin ich schon froh, weil ich auch das Mikro hier habe. Und wenn man so ein bisschen eingerichtet ist, dann kann man sich auch dran gewöhnen, mal an einem Ort zu arbeiten. Ich finde energetisch, Patrick macht total viel mit Zahlen und ich bin hier immer so kreativ mit Worten und so. Und dann sitzt man so Rücken an Rücken und merkt das voll, dass es einfach eine andere Arbeit ist. Und dann setze ich mich manchmal einfach an den Tisch und dann geht's gut. Aber ja, dich stört's ja auch, wenn ich da... Meistens besprechen wir jetzt mittlerweile, wer heute Büroarbeit macht und wer sich doch irgendwas anderem widmet. Ja. Weil es wirklich besser ist, wenn man einfach diese Ecke als Platz hat. Ja. Ich habe Architektur studiert, habe vorher eine Ausbildung als Zimmerer gemacht, wollte mich vorher schon mal selbstständig machen. Ich arbeite eigentlich gerne als Handwerker und dachte dann, die Architektur bietet noch mehr Spaß, aber ich bin dann wieder zurückgegangen zum Handwerk und jetzt ist es eigentlich eine Verbindung aus Architektur und Zimmerei. Und ich bin auch selbstständig als Autorin, also ich schreibe Texte, jetzt mein zweites Buch rausgebracht und arbeite viel im Bereich Storytelling inzwischen, gebe Seminare für Unternehmerinnen, also alles, was so mit Geschichten zu tun hat, landet früher oder später bei mir oder ich dort. Und dann bin ich noch Regisseurin und Zirkustrainerin. Das mache ich so nebenberuflich ein bisschen gerade. Also hier in der Nähe, wo wir stehen, ist ein Jugendzirkus, wo ich viel mit Jugendlichen arbeite und Regie mache. Und bin aber auch so ein bisschen in die Filmbranche mit reingerutscht und mache Regie für, oder auch Konzept, also für Imagefilme, dass ich einfach da irgendwie ja, viel mit zu tun habe. Und auch da wieder geht es um Geschichten in irgendeiner Form. Das heißt, ich kann ganz viel von hier arbeiten, also ich kann diesen Ort auch wirklich viel nutzen. Und das finde ich auch so, wenn man sich entscheidet für ein Tiny House zum Beispiel, dass man einen Beruf hat, wo man dann das auch nutzt und viel da ist und nicht 8 Stunden am Tag eigentlich weg ist. Und dann kommt man heim und es ist ausgekühlt. Also das ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir so arbeiten können, dass diese Küchenhexe läuft den ganzen Tag im Winter. Einer muss daheim sein. Genau, weil wir kein Knöpfchen haben. Und meistens schaffen wir es, dass einer von uns da ist, weil wir beide so flexibel arbeiten können. Ja, aber also das ist eine super Kombi, Selbstständigkeit und Tiny House leben oder Wagen leben. Ja, und Kuchen, ne? Genau, also das haben wir so geplant, dass wenn man reinkommt, dass man in der Küche steht, wie wir vorhin standen, und dass das hier so, dass man das zumachen kann mit dem Vorhang und dass das so die Ecke ist, wo man einfach auch privat sein kann und wenn der andere schon Besuch hat oder so oder dass der Tag schon losgeht, dass man hier zumachen kann und dann hat man Schlafen, Anziehen und Bad, alles in dieser Ecke und genau, kann einfach hier sein. Das war so die Idee eben, warum wir das so aufgeteilt haben. Und hier sind meine Klamotten. Patrick hat hier seine Klamotten. Und da kann man noch aufschieben
und darunter ist ganz viel Krimskrams. Das ist unsere Nudelmaschine. Damit machen wir immer Nudeln mit den Eiern von unseren Hühnern. Aber eben gerade so hässliche elektronische Geräte, die werden dann verbannt. Hier vorne ist mein Schlafplatz eigentlich. Ne? Und das ist eigentlich auch immer, es wird jeden Abend darüber diskutiert, wer vorne schlafen darf und wer hinten schlafen darf. Und eigentlich der zuerst im Bett liegt, dem gehört der Schlafplatz vorne. Aber es wechselt sich dann in der Nacht, wenn man einmal aufsteht, dann wechselt der Schlafplatz wieder von vorne nach hinten. Aber es ist schwieriger, morgen früh aufzustehen, weil ich stehe immer vorher auf. Und wenn ich mich bei so einem Wetter dann hinten rauskramen muss, dann dauert es auf jeden Fall eine halbe Stunde länger, um aufzustehen, wenn ich hinten liege, wie wenn ich vorne liege. Das ist unser Bad und das ist eigentlich immer noch unsere Langzeitbaustelle, weil sie eigentlich nicht funktioniert. Also die Toilette funktioniert schon, aber am Anfang war es eigentlich, wollten wir eigentlich nicht so viel Durchdringung nach außen haben. Und haben gesagt, wir wollen lieber die Hülle, dass das irgendwie dicht ist. Und daher haben wir uns dann auch dazu entschieden, das alles, was wir da reinlegen, auch wieder nach innen rauszunehmen. Und es wäre eigentlich, wäre das die bessere Variante gewesen, wenn man da von außen irgendeine Klappe oder irgendwas öffnen kann, um das einfach nach draußen zu machen. Und deswegen funktioniert eigentlich auch unsere Duschwanne nicht, weil wir dann den Abfluss auf die Seite gemacht haben, dass das alles so miteinander einmal zu einem Loch rausfließt, aber jetzt fließt das Wasser in der Duschwanne nicht richtig ab und der ganze Wagen hat nur noch ein bisschen Neigung. Und dann züchten wir uns auch immer alles Mögliche in unserer Duschwanne, weil da immer so eine Schicht Wasser steht und deswegen funktioniert die Dusche nicht und wir duschen draußen. Wir stehen bei meinen Eltern auf dem Hof, hinterm Haus. Und auf dem Hinterhof. Ja, also ich hab 5 Geschwister und meine Schwester hat es eigentlich hier so ein bisschen reingebracht. Also mein Wagen stand vorher bei den Nachbarn hinterm Haus und meine Schwester ist dann mit ihrem Freund zusammengekommen und die haben es hingekriegt, dass sie den bei meinem Vater hinter das Haus stellen können. Und als die ausgezogen sind mit ihrem Wagen, sind wir gleich wieder eingezogen an denselben Ort. Und jetzt stehen wir hier und wir sind froh. Es gibt leider keine Möglichkeit, das wissen wir alle aus baurechtlicher Sicht, das hinzukriegen. Und daher stehen wir hier so halb. Wir stehen da und sind ja auch beweglich. Also daher, wir können jederzeit den wegstellen. Ja, dieses Fenster hat uns im Winter auch echt vor Herausforderungen gebracht, ja. Weil es jetzt diesen Winter echt schweinekalt war und da waren wir auch echt kurz davor auszuziehen, weil wir hier das einfach, diese Vorhänge, die sind einfach an den Fenstern angefroren. Von innen, ja. Ja. Und wir haben es einfach nicht, wir hatten hier so eine alte Küchenhexe stehen und da war so ein kleines Loch und wir waren so eine antike, richtig, ja. Die einfach so ein paar, weiß schickes, nicht. Schickes ja. Ding, aber halt total unpraktisch und war eigentlich nur Holz gefressen ohne Ende und ja. Und dann haben wir aber dann unser zweites Fenster noch aus Plexiglas von außen reingebaut an alle Fenster und einen neuen Ofen zugelegt und dann konnte man es auch wieder ausheizen hier drin. Im Normalfall, wenn es nicht so ganz knackig kalt wird und es ist ja in Deutschland nur so eine kurze Phase, wo es einfach ein paar Tage so richtig, richtig kalt wird, aber den Rest des Jahres sind diese einfach verglasten Fenster super, weil gerade auch wenn der Ofen an ist, kommt immer ein bisschen Sauerstoff rein und das ist total wichtig. Und es gibt so andere Wagen, die richtig abgedichtet sind, wo man dann oft müde wird oder so oder kein so das Gefühl hat, man muss immer wieder lüften. Das hören wir auch oft von anderen und das haben wir nie, weil es so einen gesunden Durchzug immer gibt. Aber das ist echt einer der größten Vorteile, dass ja. Man auch wirklich einen Abend zu 8 oder ja. zu 10 hier drin verbringen kann, auch im Winter. Ohne dass alle einschlafen und ja. irgendwie gehen, weil es. Aber es gibt halt einfach dann diese kurzen paar Wintertage, wo es richtig knackig ist. Ja. Und dann mit dem Plexiglas war dann gut. Ja. An den Tagen kann man eigentlich dann nur lebenserhaltende Maßnahmen machen. Ja, dann sind auch die Leitungen eingefroren und alles. Ne? Dann muss man Wasser schleppen. Aber es ist aufs Jahr gesehen einfach voll kurz eigentlich. Ja. Die Fenster und Türen vor allem, das ist alles alt und zusammengesammelt.
Und da haben wir schon ein halbes Jahr vor dem Bau angefangen, die Dinge zu sammeln, weil man einfach wissen muss, wie groß ist eine Tür oder welche Form hat ein Fenster, um die Wand zu bauen überhaupt. Und das hier zum Beispiel ist eine alte Bauernhaustür und die haben wir aufgedoppelt mit Tropenholz, was von der Baustelle übrig war, in diese Sonne reingemacht zum Beispiel. Oder sowas wie dieser Ast im Türdurchgang, wo man einfach auch, ja, den wir vorher hatten und dann gesagt haben, der wird unsere Tür. Und dann muss man eben die Maße wissen und so. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die wir einfach vorher schon hatten und wussten, dass wir die verbauen wollen. Eigentlich war es eben wichtig, diese Tür, weil ja auch dieses Ganze eigentlich auf diese 4 Meter bestimmt ist und daher die Tür eigentlich ausschlaggebend ist, wie hoch halt dieses Stück Wand werden soll. Und wir haben lang hin und her diskutiert. Ich wollte eigentlich immer diese Tür in einen der beiden Stirnseiten haben, dass man einfach dieses Problem nicht hat und auch dieses ganze Dach so ein bisschen weiter runter kriegt, dass es mehr so heimeliges Gefühl hat. Und dann sind wir aber eigentlich drauf gekommen, dass es eigentlich wichtig ist, also dass diese Tür in der Mitte ist so perfekt für den Sommer. Und für den Winter wäre es eigentlich perfekt, wenn die Tür in der Stirnseite wäre, so als Dreckschleuse. Aber dann bräuchte man einen Sommer- und einen Winterwagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das für viele was sein kann. Und wir haben jetzt, ich betrachte das halt aus der Sicht aus der Handwerkersicht, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache, weil bei den anderen das auch echt gut funktioniert und es auch viele Grundbesitzer gibt, die das für willkommen heißen, dass man bei denen vorbeikommt und für ein paar Monate oder auch längere Zeit mit seinem Wagen steht. Also gerade wenn man das in Kauf nimmt, ein bisschen außerhalb zu gehen, ja, oder vielleicht auch mal auf einem landwirtschaftlichen Hof mitzuarbeiten, ja, und wirklich also das ist, glaube ich, so, ja, ein Konzept, was funktioniert oder wo wir auch viele kennen, die das machen, ja, und man 1-2 Tage einfach im Monat sagt, man hat Zeit oder man ist da oder übernimmt irgendeine Aufgabe. Ja. So, das ist so eine Win-Win-Situation. Genau. Also was man fast nicht mehr sieht, ist, dass der Wagen mal 1 Meter kürzer war. Weil, also das ist jetzt schon ein Jahr her oder so, ne? Ja. Ungefähr. Der war nur bis hier. Man sieht hier auch, dass die breiter sind und die schmaler. Und diese in der Wand, diesen Schnitt, der hier einmal quer durchgeht. Die haben wir einmal gerade abgesägt, weil der Wagen eben, gerade als er fertig war und wir mit allem fertig waren, hatte der gebrannt und dann war ein Drittel weg. Und ja, hin und her. Und dann haben wir uns entschieden, den wieder aufzubauen und haben dann gesagt, irgendwas wollen wir jetzt draus machen, auch weil das eh alles offen und kaputt ist. Und einfach wieder so zurückzubauen, wie es war, hätte sich so doof angefühlt. Und genau, dann haben wir uns entschieden, diesen Meter dran zu machen und jetzt haben wir eben so ein komplettes Arbeitszimmer. Das macht richtig viel aus, jeder Meter in so einem kleinen Wagen. Dieser Wunsch nach einem eigenen Ort, nach was Eigenem, was einfach mir gehört, was so abgeschlossen ist. Und den verstehe ich auch total gut, beziehungsweise haben wir den ja genauso. Und ich glaube, den hat jeder Mensch früher oder später, vielleicht nicht jeder, aber den haben viele Menschen früher oder später. Und das ist so die Illusion, dass es ja recht günstig ist, aber trotzdem hat man alles, was man braucht, auf kleinem Raum und es praktisch wäre. Und das ist es für Lebensphasen, finde ich auch, aber nicht für, oder wenn man vielleicht ein Rentner, also wenn wir jetzt ein Rentnerpaar wären und einfach das halbe Jahr auf unserem Segelboot unterwegs, dann wäre das auch eine feine Sache, glaube ich. Ich glaube auch, es gibt ein paar Lebensmodelle, wo das gut geht, funktioniert, ja, aber ja, ich frage mich auch, also ich bin froh, dass ich auch oft, also nicht immer schick zur Arbeit muss, sondern und oft, ja, sind dann morgen früh irgendwelche Dinge, die einem echt sonst in Bredouille bringen würde. Und allein aus solcher Sicht finde ich es schwierig, ja, weil, ja. Also ich glaube, wir sind halt auch, wir versuchen da ehrlich zu sein und niemandem eine Illusion zu verkaufen, nur weil wir das jetzt hier so gemacht haben und das echt viel Arbeit war. Sondern ich glaube, das ist einfach der Versuch, oder? Dass, ja, wir, und in der Anfangszeit war es uns eigentlich auch voll wichtig, das
das auch so zu leben. Und es war wichtig, dass alles, was man hat, auch hier drin ist und wir kein Plastik hier drin haben. Und, aber wir haben echt schnell gemerkt, dass entweder wir verzichten auf diese Art der Vorstellung oder der Weltanschauung oder wir müssen halt wieder ausziehen, weil das war nicht so, war nicht zu verknüpfen. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Botschaft hat, dass es was ist für viele Menschen, aber dass man dann vielleicht noch einen Ticken mehr überlegen kann, bevor man diesen Traum wirklich angeht. So, das nochmal hinterfragen darf auch, ob das wirklich das ist, was einen glücklich macht oder ob das Glück von woanders kommt.